Vom medizinischen Kampf gegen Corona zum Wettbewerb um wirtschaftliche Absatzmärkte und nach Afrika. Dort markieren die Grenzen bislang nicht nur die Staaten, sondern sind auch Handelsbarrieren, an denen überall Zölle fällig werden. Zu Beginn des kommenden Jahres soll sich das ändern, wenn die afrikanische Freihandelszone startet. Gemessen an der Zahl der Länder, es sind 54, wird sie die größte Freihandelszone der Welt sein. So möchte der Kontinent einen besseren Anschluss an den Rest der Welt schaffen. Mehr Wachstum, mehr Jobs, höhere Löhne. Bei vielen ist die Hoffnung enorm. Aber es gibt auch Verlierer, wie die Fischer an der kenianischen Küste. Vor ihrer Tür entsteht gerade einer der größten Containerhäfen Afrikas. Boris Baumhalt. Der Fang war mager. Omar Masur musste in der Nacht weit rausfahren. Dort, wo die Fischer früher gefangen haben, werden sie jetzt vom Militär vertrieben. Denn vor ihrer Insel im Indischen Ozean baut die kenianische Regierung gerade einen riesigen Hochseehafen. Das ist sehr gefährlich. Die kommen und nehmen unseren Fisch, schmeißen ihn zurück ins Meer. Sie haben uns verboten, in der Nähe des neuen Hafens zu fischen. Vom Fischfang und Tourismus haben sie bislang in Lamu gelebt. Nun soll eine neue Zeit anbrechen. In ein paar Tagen startet die afrikanische Freihandelszone und Lamu soll dafür ein internationaler Logistikknotenpunkt werden. Wo jetzt noch Bagger und Planierraupen arbeiten, sollen bald tausende Container umgeschlagen werden. Sylvester Kasuko, Chef des Mammutprojekts, erklärt, dass mit dem Hafen, einer neuen Eisenbahnlinie und neuen Straßen eine zentrale Transportachse für ganz Afrika entstehen soll. Dieses Projekt ist sehr wichtig, um den afrikanischen Kontinent in den globalen Welthandel zu integrieren. Es ist auch ein zentraler Baustein für die afrikanische Freihandelszone. In Kenias größter Saftfabrik knallen die Sektkorken, wenn es mit dem Freihandel endlich losgeht. 200 Tonnen Obst verarbeiten sie hier jeden Tag zu Saft. Pick and Peel und Afia heißen die Marken, die in Kenia jedes Kind kennt und die der Chef Kimane Rugendo gerne in mehr afrikanische Länder exportieren würde. Doch bislang mangelte es nicht nur an Transportwegen, die hohen Zölle waren das größte Problem. Vom 1. Januar an sollen auf 90% aller Waren die Zölle komplett wegfallen. Wir freuen uns drauf. Wir hätten uns das schon gestern gewünscht. Wir haben jetzt endlich einheitliche Bedingungen. Das eröffnet uns viele neue Märkte. Die afrikanische Freihandelszone wird die größte der Welt sein. Außer Eritrea machen alle afrikanischen Staaten mit. Es entsteht ein Binnenmarkt mit 1,2 Milliarden Menschen. It would have the chance to open up job opportunities. Das bietet die Chance für neue Jobs. Afrika kann damit wirtschaftlich aufholen und die Abhängigkeit vom Rest der Welt verringern. Die Weltbank schätzt, dass durch den Freihandel 30 Millionen Afrikaner den Weg aus der Armut schaffen können. Noch ist das Zukunftsmusik. Auf der Baustelle in Lamu verdienen sie 4 Euro am Tag, unterer Durchschnitt. Beschäftigt sind sie übrigens bei chinesischen Baufirmen. Denn China hat längst erkannt, wie wichtig der afrikanische Markt bereits heute ist. US-Präsident Trump weigert sich weiterhin die Verlängerung der Corona-Hilfe. Der Doppelagent George Blake ist, wie gestern bekannt wurde, im Alter von 98 Jahren in Russland gestorben. Der russische Präsident Putin würdigte ihn als brillanten Profi mit außergewöhnlichem Charakter und Mut. Blake war als britischer Spion 1950 im Koreakrieg in Gefangenschaft geraten und wurde von der damaligen Sowjetunion angeworben. Fast 10 Jahre lang verriet er Geheimdienstoperationen der Westmächte, bis er aufflog und in Großbritannien verurteilt wurde. 1966 gelang ihm die Flucht nach Moskau.